Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von Sims Arrow und schön, dass du bzw. ihr wieder mit am Start seid. Wir sind wieder hier bei einer neuen Folge mit unserer lieben Stella und im letzten Part waren wir ja tatsächlich oder haben wir einen Ausflug gemacht für 3 Tage mit unseren Geschwistern mitten in the world from the Granatenfolz. Ich hoffe, ihr habt den kleinen Cliffhanger bzw. nicht Cliffhanger, sondern das kleine Wortspiel verstanden. Aber wir sind ja Camping machen gegangen oder sind Camping auf dem Campingausflug, so rum. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich finde, ich kenne das Gameplay von Outdoor Living bzw. Outdoor Leben und Granite Falls eigentlich so 0,00. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass wir jetzt hier sind und wir das Ganze mal entspannt angehen werden und uns anschauen werden. Und hoffentlich natürlich sehr, 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 sehr viele coole Dinge erleben. Denn ich weiß, dass man Kräuter finden kann. Man kann einen Bären begegnen, das haben wir schon gemacht. Ja, wir werden einfach ganz viele andere neue Dinge erleben und darauf freue ich mich. Und ich würde einfach sagen, let's go, Part 31, unsere liebe Stella, was wirst du heute erleben? So, und hier sind wir auch schon. Es ist mitten in der Früh, 6 Uhr. Raoul ist hier schon fleißig am Kochen und Frühstück vorbereiten. Richtig nice, wir sind noch schlafen, alle anderen sind schon am Stissel. Schön, dass ihr da seid, dann können wir uns hier jeder hier Elote, was auch immer das ist. Wir können es ja mal lesen, was das ist. Elote ist, unter Elote versteht man den klassischen, allzeit beliebten mexikanischen Maiskolben, der auf dem Grill geröstet wird. Diese Köstlichkeit wird normalerweise mit Salz, Chilipulver, Butter, Käse, Zitronen und Limettensaft, Mayonnaise und Sauerrahm zubereitet. Du hältst sie bei den Straßenkörpern. Okay, let's go. Aber wir sind hier noch am Schlafen, aber wir können jetzt eigentlich auch mal wach werden, oder? Werd mal hier wach, Girl. Werd mal hier wach, hol dir mal ein bisschen was zu fressen. Hier kannst du auch nochmal die Schüssel hier füllen für deine ganzen Hundichens hier. Oh, süß. Guck mal, hat er sich hier oben auf das Ding gelegt. Süß. Guck mal, ja, Bruno muss ein kleines Schläfchen machen. Hallihallo, schön, dass ihr da seid. Wir können uns ja mal hier begrüßen. Oh, warum fühlst du dich unwohl? Was ist los? Unfreundliche Umgebung. Wie? Unfreundliche Umgebung. Wir haben noch hier extra hier schöne Sachen hier gemacht. Zuwendung. Können wir hier ein bisschen flirten? Zuneigung ausdrücken. Ja, mach mal. Drück mal hier deine Zuneigung aus. Hier hat schon wieder jemand hingepieselt. Was ist hier los? Hör doch mal auf. So, warum fühlst du dich unwohl, Girl? Komm jetzt mal hier hin zu deinem Raoul und mach mal ein bisschen hier Lauf. Was ist hier eigentlich auch schon wieder los? Was ist... Nee, das machen wir nicht. Wir betteln nicht um Essen. Du hast da hinten deine Tierschüsselchens. Was ist da los? Geht hier nicht... Also, hier ist schon wieder... Ne? Hier ist schon wieder alles drunter und drüber, sage ich euch. Körperliche Nähe. So, wir können ihn ja mal küssen. Na, let's go. Und dann fühlt sie sich unwohl. Und ich dachte mir, dass wir uns heute vielleicht so ein bisschen Granite Falls mal hier genauer anschauen. Wir schauen mal, was wir hier alles machen können. Hier sind ja Insekten. Wir können die ja mal sammeln. Mal gucken, was wir da bekommen. Insekten sammeln. Das haben wir ja auch noch gar nicht gemacht. Ich glaube, hier können wir hier Schmetterling links. Und hier haben wir auch noch was. Mikroskop, alles ernten. Erdbeere ernten. Erdableger nehmen, alles ernten, würde ich mal sagen, oder? Alles ernten. Wenn wir das können, ist doch ganz süß, oder? So, jetzt quatsch mal da hinten nicht, sondern komm mal hier ran, hier auf den Meter. Let's go. Da kommt sie schon, unsere Gute. Und dann hoffen wir mal, dass heute auch ein schönes Wetter hier... Oh ne, wir haben heute einen bewölkten Tag. Oh no, vielleicht kommt die Sonne noch raus, hoffentlich. So, jetzt fangen wir mal hier einen Schmetterlingling. Haben wir einen gefangen? Stella, folgendes, 3 Jezebel-Schmetterlinge. Den Fang befindet sich in ihrem Inventar. Ja, nice. 3 Stück gleich. Easy. Dann können wir mal gucken. Oh, hier haben wir noch einen Freshly. Machen wir hier mal ein bisschen... Oh, können wir das hier auch sammeln? Insekten sammeln. Sehr gut. Vielleicht werden wir doch noch Biologin oder so. Vielleicht werden wir das. Mal gucken. So, komm mal hier ran und such mal hier was an dem Freshlys. Und dann sammelst du diese Insekten hier. Das finde ich natürlich voll interessant, dass man das hier machen kann. Denn wie gesagt, Granite Falls kenne ich so an sich gar nicht, ne? Wir müssen hier schauen, was wir hier noch Schönes finden. Stella hat einen gestreiften Erdfrosch gefangen. Sehr schön. Hier haben wir auch noch was. Insekten sammeln. Hier können wir auch überall angeln. Vielleicht machen wir einfach auch mal alle... 3 Mücken haben wir gefangen. Okay. Easy. Vielleicht machen wir auch alle mal einen Angelausflug oder so. Oder wir versuchen alle mal zu angeln. Das klingt doch, glaube ich, auch ganz nice, oder? So, hier oben haben wir noch einen Frosch. Den nehmen wir mal. Und was finden wir hier noch Schönes? Haben wir hier irgendwo noch Insekten? Oh, was ist das? Was ist das? Ach, ein Specht. Neues Persönlichkeitsmerkmal. Stella beginnt, eine Liebe für die Natur zu entwickeln. Es ist spannend, draußen zu sein und die frische Luft zu atmen. Veränderung wahrnehmen, ja natürlich, lieben wir. Sie mag es, draußen zu sein. Och, wie schön. Wie schön. Was haben wir hier? Sind es auch Insekten? Nee.
Decision kennen. Persönlichkeit erforscht. Stella, genau. Mhm. Stella hat das neue Persönlichkeitsmerkmal Liebt die Natur entdeckt. Mehr über dieses neues Merkmal erfährst du im Abschnitt Merkmale in der Semiologie-Leiste. Oh, wie schön. Wir haben extra was Neues gelernt. Das ist natürlich nice. Hier haben wir auch noch was. Alles ernten. Let's go. Das können wir dann zu Hause schön einpflanzen. So, was haben wir hier? Die können wir auch nochmal sammeln. Und was ist denn hier für eine Party? Hallo, wer ist sie denn? Seniorin. Oh, die können wir auch mal kennenlernen, oder? Witz über Gesichtsbehaarung machen. Das ist ein bisschen unhöflich, wenn wir das machen. Guck mal, ihr legt euch hier alle hin. Ist es hier dreckig drin? Duschen. Wir können hier drinnen duschen, okay? Wie ist unsere Hygiene? Eigentlich noch ganz in Ordnung. So, ihr legt euch hier einfach hin. Okay, let's go. Dann macht es mal. Was haben wir hier? Irgendwas Gammeliges an Essen. Aber ich glaube, wir müssten eigentlich auch mal was essen, oder? Haben wir schon was gegessen? Nee, das hat sie jetzt vor der Aufregung ganz vergessen, oder? Let's go. Hier haben wir wieder einen Kackhaufen vor der Tür. Wir lieben's. Wir lieben's. Neben Essen erstmal ein Häufchen. Feini. So, mach mal hier dein Elote. Erstmal hier dein Elötchen. So, Raoul ist hier Chef und macht hier alles. No! Jetzt isst er das. Unhöflich. Einfach nur unhöflich. Oh, der Bär ist wieder am Stissel. Guckt sie euch an. Oder eher Bella. So, hier haben wir was zum Graben gefunden. Und dann können wir hier eigentlich alle zusammen Urlaubsreisen. Dieser Urlaub dauert noch einen Tag. Du kannst die Ferien am Telefon oder am Computer verlängern, indem du Urlaub verlängern willst. Nö, ich bin der Meinung, das reicht dann auch. Zusammen angeln gehen. Let's go. Wir gehen mal hier alle zusammen angeln. Haut mal hier rein und zeigt mal hier, was hier so schön ist hier an eurer Angelkunst, was ihr hier alle könnt. Kommt mal hier ran. Guck mal, da kommen sie schon. Sehr gut. Feini. Feini, feini, feini. So, Stella ist dabei, da kommt, Kayla kommt auch an, dann kommt Fabius und wo ist Raoul, der kommt dahin wahrscheinlich gerade angerannt, let's go, easy, auch sieht doch süß aus, oder wir hier alle zusammen angeln, cute, so, wir sind hier gerade am Angeln, da kommt dieser komische Bär hier wieder, wir machen mal ein Kompliment und wir lernen den Bär einfach mal kennen, oder, können wir den Bär umarmen, Jutzen Chang. Jutzen, Jutzen, wer bist denn du? Gib uns mal hier ein bisschen Umarmung, ne? So. No, oh, der Bär kuschelt mit uns, feini. Überbewölkten Himmel. Oh. Oha, was war das denn? Fäkalhumor. Schmutzigen Witz erzählen. Komm, wir machen hier mal einen schmutzigen Witz, oder? Let's go, damit können wir uns auch identifizieren. So. Mhm. Interessen, Natur, über die Natur schwärmen. Er findet es auf jeden Fall lustig. Über Fitness schwärmen, okay. Och, guck mal, wer da kommt. Hallo. Ja, was ist denn los, mein Spatz? Hm? Zusammen auf Abenteuer aufbrechen. Küssen können wir mal machen. Let's go. Und dann einmal streicheln. Salat liebt die Natur. Sehr schön. Lektion liebt die Natur. Haben wir weiter ausgebaut. Feini. So, wir können ja mal unser Tier vorführen, oder? Können wir das machen? Bestimmt, oder? Freundlich Tier vorführen. Wenn unser Hund schon da ist, dann lernen wir ihm Tatz. Guck mal, das ist Tatzbär. Bäh. Wuff, wuff. Bäh. Das ist mein Tier. Genau. Wir leben zwar nicht im Wald, aber... Let's go. Oh, wir haben hier alles voller Tiere hier. Sehr schön. Also die beiden angeln hier noch voll fleißig. Kayla hat keinen Bock mehr gehabt und dachte sich so, Rinja hauen. Rinja hauen. So. Wie geht's? Haben wir eigentlich noch Fressen für alle Tiere hier? Ich schau mal nach. So, wir müssen unsere Schüsseln hier voll machen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Sehr schön. Machen wir unsere Schüsseln voll. Und ich dachte mir, dass wir eventuell heute, vielleicht heute Abend noch weggehen. Was haltet ihr davon, wenn wir heute Abend noch eine kleine Party machen? Guck mal, hier können wir nochmal graben. Das ist auch nochmal gut. Und dann... Können wir hier nochmal ernten? Sehr schön. Alles ernten. Snow ruft an. Sorry, Mom, ich kann gerade leider nicht. I'm sorry. Wir sind gerade unterwegs. Ich komme dich danach besuchen. I'm so, 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 so sorry. So, und was halten wir denn davon, wenn wir alle hier... Wo haben wir denn hier? Irgendwo im Nirgendwo. Haben wir hier irgendwas Fancyes? Ja, guck mal hier. Hier können wir doch alle gemeinsam hinreisen, oder? Hier können wir noch ein bisschen Spaß haben, bevor der Urlaub hier zu Ende geht. Und da würde ich mal sagen, machen wir das mal. Schnell, sammeln das mal ein. Let's go. Easy peasy lemon squeezy. Und Bar besuchen. Let's go. Wir nehmen natürlich alle mit, ne? Easy. So, dann schauen wir mal, was wir hier alles Schönes machen können in dieser Bar. Oh, wir können mal hier Karaoke singen, oder? Let's go.
Sie ist kokett. Supi. Können wir singen üben? Easy. Aber die Bar sieht doch ganz nice aus, oder? Dann können wir hier, können wir das zusammen noch sitzen, Sim herausfordern. Das Nachleben kann ganz schön hart sein. Erzähle dem Barmixer alles darüber und genieße reduzierte Getränke. Es ist Geist... Wie? Es ist Geisternacht. Was ist da los? Sie kann mal mit ihrem Bruder hier hinten ein bisschen spielen. Kommt ihr da ran? Oh, nee, guck mal, sie haben sich hier hingesetzt. Wie cool. Wie cool ist das denn? Ich hoffe, wir können die ganzen Sachen hier auch nutzen. Aber sieht anscheinend nicht so aus. Was ist hier los? So, so. Dann können wir uns ein bisschen mit unserem Bruder hier unterhalten. Ihn ein bisschen näher kennenlernen. Sul, Sul, wer bist du denn? Yumiko, hallihallo. Konnichiwa, arigato. Fröhlich vorstellen, let's go. Können wir uns mal hier was kochen und halt. Oh, guck mal, wir können da hinten noch was sammeln. Was sammeln können wir auch machen. Sehr schön. So, was haben wir hier oben? Die anderen beiden sind reingehauen, oder was ist da los? Ich weiß ja nun auch nicht, ne? Aber scheint so. War schön mit euch auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Hier oben können wir sitzen. Da ist eine Toilette. Oh, jetzt wird hier alles beleuchtet. Nice. Nice, 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 nice. Zusammen ansehen. Zusammen schaukeln können wir hier. So, wo sind denn hier alle? Ach, da ist Kyla. Sehr schön. Können wir uns auch mit Kyla... Sie liest erstmal ein Buch. Mhm. Malene! Muchi Pichi. Komplimente. Komplimente übers Outfit. Man, wir alle sind natürlich da, außer Raoul, oder? Wo ist Raoul? Ne, wir wollen sie noch nicht nach Hause schicken. Interessen. Über Interessen reden. Mach mal. Nee, du sollst nicht mit ihm reden. Du sollst mit deiner Schwester reden. Kannst du mit deiner Schwester jetzt reden? Dankeschön. Mochi Pichi ist lecker. Cam Kuya. Ja, ja. Cam Kuya. Wo ist denn Raoul? Raoul. Ach, guck mal, sie sitzt hier ganz alleine. Und guckt fern. Sie sieht ja auch wild aus, oder? Die ist ja hier auch eine wilde Hilde. Respektvoll vorstellen können wir mal machen. Die sieht ja auch ein bisschen scharf aus, oder? Und hier haben wir auch jemanden. Masami. Masami, so, let's go. Hallo. Guten Tag, wie geht's? Bitten abzuhängen können wir mal machen. Wir können ja mal hier ein paar neue Leute kennenlernen, oder? Fesselnde Geschichte erzählen, rein da. Diskutieren, ob das Huhn zuerst da war. Aber wo ist schon wieder Raoul? Raoul. Oh no, Bruno wurde von einem Eichhörnchen gebissen. Eichhörnchenbisse können krank werden, also behalte deinen Vierbeiner im Auge. No, was ist da los? So, wir haben jetzt nochmal ein paar Glühwürmchen hier gefangen. Aber wo ist Raoul? Ich verstehe es nicht. Er ist einfach gone. Ich finde ihn auch nicht mehr. Aber nun, egal. Wir können mal hier noch ein bisschen essen. Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Ach, sie setzt sich hier hin und grillt. Ach, wie süß. Aber wir können ja uns ja alle mal hier hinsetzen und grillen, oder? Können wir hier alle hier sitzen und plaudern? Kommen alle vorbei? Mal schauen, ob alle vorbeikommen. Aber in der Notfall zählt sie eben alleine hier Gespräche, ne? Ist auch nicht so schlimm. Kommt uns jemand besuchen? Nö. Sie fühlt sich unwohl. Oh no, aber jetzt fühlt sie sich inspiriert. Also du hast ja auch ein Gefühlschaos vom Feinsten. Morgen, oh, einmal so und einmal so. Oh, was sind das denn hier für bunte Käfer? Schnell, wir müssen die Insekten sammeln. Schnell, was sind das für welche? Können wir die fangen? Ich hoffe. Nein, jetzt sind sie weg. Oh no, die bunten Käferchen sind weg. Wo sind sie? Was haben wir hier? Kartoffel, Karotten, Kartoffel. Mhm, genau. Pflanzen entwurzeln. Nee. Wo ist... Guck mal, unsere Hunde sind hier auch mittendrin. Ach, und die Geister sind auch alle hier. Okay. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Aber ich würde sagen, ich glaube, wir sollten dann mal nach Hause gehen, oder? Weil irgendwie sind alle unsere Friends alle weg. Wer bist du? Tetsu. Tetsu ist da. Naja. Irgendwie haben sie uns alle alleine gelassen. Vielleicht sind doch einfach alle müde. Aber ich hätte schon gerne die bunten Käferchen gesammelt. Aber nun, kann man nichts machen. Ach, guck mal, wer hier ist. Oh no, er ist krank, oder? Oh no, wir müssen mit unserem Hund zum Tierarzt. So, wir können ihm mal einen verrückten Plan vorschlagen. Pipi müssen wir auch. Hatten wir hier eigentlich eine Toilette? Ach, guck mal, Fabi ist auch nach Hause gegangen. Lol, die Einzige, die Bock hatten, ist noch Kyla. No, na ihr zwei Süßis, ja, ihr könnt euch mal versuchen zu verführen, ihr könnt mal ein bisschen sanft küssen, euch ein bisschen, ne, ein bisschen, einfach ein bisschen Zuwendung geben, oder? Zuneigung ausdrücken. Sie erzählt von den Glühwürmchen, die sie leider nicht bekommen hat. Ja. So, können wir ihn, haben wir nicht so ein Dingsbums bekommen, oder war das bei Gwen?
haben wir nicht Tierleckerlis? Hatten wir sowas nicht? Bruno Trösten? Hatten wir nicht Tierleckerlis? Danke, sorry. Mutti Peachy. Wir hatten leider keine Tierleckerlis, dann war das bei Gwen gewesen. Bei Gwen hatten wir das. So, wir haben den witzig Persönlichkeitsmerkmal bekommen. Aber die beiden genießen ihre Zeit miteinander und freuen sich halt auch mal, dass sie ein bisschen Zeit miteinander haben. Vor allen Dingen auch mit ihren Geschwistern. Ich finde das richtig süß. Ich finde es richtig toll, dass wir hier diesen Ausflug nach einer Granatenfolz gemacht haben. Auch wenn es alles wieder ein bisschen wild ist. Wir kennen ja unsere Sims hier, ne? Aber mit wild wäre ja auch langweilig, oder? Oh, Süßies. Ihr seid einfach zwei Süßies hier. Ja, kümmere dich mal jetzt schnell um den Hund. Da sind Näpfe, ne? Also du musst nicht im Napf da, ne? Musst du nicht machen. Nee, musst du nicht machen. So, wir gucken mal, wie es ihm morgen geht. Ob wir dann nochmal in die Klinik fahren oder ob wir das jetzt schnell machen. Weil ich glaube, wir müssen tatsächlich bald ins Krankenhaus fahren. So, heute macht Stella Frühstück. Das ist sehr gut. Heute, was brät sie? Kochbananen sind es, ne? Kayla ist auch gerade wieder zurückgekommen. Mutti Peachy, ja, kannst du mal hier alle zum Essen rufen. Mach mal. Let's go. Und dann könnt ihr euch unterhalten, weil Kayla ist gerade zurückgekommen. Und dann werden wir erstmal fragen, was passiert ist. Wie war denn deine Nacht noch? Hattest du Spaß in der Bar? Sieht fast so aus. Oh, guck mal, sie hat den Kackhaufen weggeräumt. Sehr schön. So, guck mal, kommen alle hier raus zum Essen. Feini. Und dann ist es auch schon fast wieder so weit, dass wir nach Hause fahren. Wir haben so viele Sachen erlebt. Wir haben Insekten gefangen. Wir haben uns hier alles angeschaut. Wir haben uns mit den Bären unterhalten. Und wir hatten einfach eine schöne Zeit mit unseren Geschwistern auch. Und vor allen Dingen auch mit Raoul. Und das ist ja einfach wunderschön, oder? So, wir sind hier die ganze Zeit von Tieren umgeben. Aber es ist noch vollkommen okay. So, freundlich, Komplimente, Zuspruch geben. Ja, aber wir haben doch gerade Essen gemacht. Er hat Burger gemacht. Er hatte Bock auf Burger. Das ist okay. So, kannst du dich noch mit deinen Geschwistern hier ein bisschen unterhalten? Ach, da hinten kommt unsere. Das traurigste Hündchen auf der ganzen Welt kommt da hinten an. So, dann können wir mal hier vom Essen schwärmen. Können wir sagen, wie lecker deine Burger sind. Sie riechen so gut. Sie riechen einfach so gut. So, oh, süß. Guck mal, er kümmert sich hier um den Hund. Feini. So muss es sein. Ja, macht mal hier euren Dings, ne? So, was ist eure Mission jetzt hier? No, sie umarmen sich, wie süß. Feini, so, du kannst mal die Näpfe hier auffüllen, bitte. Danke. Ja, wuff, wuff. Wuff, wuff, wo ist denn Bruno? Wir müssen mal nach Bruno schauen. Oh, er ist immer noch hier. Scheiße. Untersuchung beginnen. Auf dem Grundstück ist kein Untersuchungstisch verfügbar. Ja, ist er richtig, weil wir sind ja auch nicht, ne? Wir sind ja auch nicht, sagt schon, wir sind ja auch nicht in der Tierklinik. So, mein Gott, das war jetzt sehr schwierig, das Wort Tierklinik zu finden. Yes, yes. Inja, Mutschi, Pichi. No, guck mal, sie freuen sich einfach, dass sie alle zusammen sind. Aber sie haben auch beschlossen, dass es bald wieder zur Mom geht und dass wir uns ein bisschen um Snowy kümmern sollen. Weil ich glaube, sie fühlt sich ein bisschen alleine. So, aber das war's dann auch schon mit dem Urlaub. Wir werden jetzt in Richtung Heimat gehen. Wir haben uns verabschiedet. Auf Wiedersehen. Ja, wir gehen nach Hause. Denn wir müssen unbedingt in die Tierklinik mit unserem Hund. Wir müssen mit unserem Hund unbedingt zum Arzt, denn da sieht's gar nicht gut aus. Nada niente. So, hier sind wir in der Tierklinik. Wir melden jetzt mal schnell unseren Bruno. Und, ach, süß, guck mal, die Katze hier, was sie hier anhat. Süß. Das ist Josie, ist es. Josen, du bist hier drinne. Josen ist mit im Spiel drinne hier. Süß. So, habt ihr hier alles, meine Damen und Herren? Let's go, hier ist die Tierklinik. Wir sind angemeldet worden, wir schlafen auch gleich ein. Aber wir müssen uns zuerst mal um den Hund kümmern. Das ist wichtig, denn wir sind erst vom Eichhörnchen angegriffen worden. Das ist nicht so gut, aber wo geht sie jetzt hin? Ach, sie legt sich hier hinten auf die Bank. Okay, mach mal. Leg dich mal hin. Lass deinen Hund in Ruhe. Alleine. Ist okay. Ist ja, man wollte, weil wir ja gerne immer alleine gelassen werden in Kliniken, oder? Let's go. Sie macht erstmal ein Kraftnickerchen. Easy. So muss es sein. Bisschen Energie tanken hier, ne? So, ihr Fashion. Guck mal, er ist hier. Er ist für uns da. Oh no. Shingo. Shingo ist für uns da. Und wird sich jetzt um unseren Hund hoffentlich kümmern. Ja, feini.
Okay. Gut. Gönn dir. Beim Tierarzt. Ne? Wenn man nichts zu tun hat, dann geht man halt baden, ne? Wenn man gerade keine Behandlung hat. Ist okay. Ist okay. So. Ist unser Hund jetzt dran? Was ist denn jetzt hier los? So, jetzt sind wir endlich dran. Unser Bruno stehen wird jetzt hier verarztet. Oh Gott, guckt ihn euch mal an. Oh no. Oh no. Kümmer dich ja gut um ihn. Ja, bitte. Danke. Ja, alle zusammen bitte. So, wir werden angerufen. Wer ruft an? Natürlich die teure Behandlung. Easy. Wer ruft an? Hallo? Okay, keiner ruft an. Hallo Stella, ich rufe dich an, um dir mitzuhören, dass... Snowy ist gestorben. Oh mein Gott. Also mit dem Ableben von Snowy habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, weil wir eigentlich zu ihr hin wollten noch. Oh no. Oh no, unsere Snowy ist von uns gegangen, Leute. Ja, dann, uff. Dann werde ich den Part an dieser Stelle beenden und dann werden wir im nächsten Part uns von Snowy verabschieden. Ja. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn er jetzt ein sehr abruptes Ende genommen hat. Also, wow. Wow, im vorletzten Part haben wir noch davon geträumt und jetzt ist es wahr geworden, dass Snowy von uns gegangen ist. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und lasst mir eure Gedanken unter dem Video, was ihr darüber denkt. Und wow, wir müssen uns von Snowy verabschieden. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Chris.